In der Phase der Lösungsfindung sollen die Parteien dann auch selbst aktiv werden. Der Mediator hat dies hier realisiert, indem er den Parteien Kärtchen und Stifte gegeben hat, auf denen sie für sich selbst notieren sollten, mit welchen Verhaltensweisen sie die andere Partei dabei unterstützen können, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Hier geht es also einerseits darum, sich selbst zu reflektieren, aber auch darum, die Bedürfnisse und Interessen der Gegenpartei wahrzunehmen. Um zu tragfähigen Lösungen zu kommen, ist es für beide Parteien wichtig, sich in die Gegenpartei einfühlen zu können. Der Mediator leitet dies ein, indem er als Vorbild agiert. Das heißt, durch die Allparteilichkeit, die er zeigt, kann er empathisch sowohl die Perspektive der einen als auch die Perspektive der anderen Partei nachempfinden. Er fungiert hier sozusagen als Modell. Im besten Fall übernehmen beide Medianten auch diese Funktion und können sich Stück für Stück besser in die Gegenpartei einfügen. Wenn die Gegenpartei besser verstanden ist, kann auch gemeinsam eine Lösung entwickelt werden, die die Bedürfnisse und Interessen beider Parteien bestmöglich erfüllt. Nicht über die Arbeitsseite hinaus. Achso, ja, ja, klar. Die Geschichte. Ja. Klar. Aber ich glaube, das ist auch... Aber das lässt sich ja schon vereinbaren. Ja. Initiative zeigen heißt ja nicht, dass ich Überstunden machen muss. Also, das oder? Das sehe ich ja gar nicht. Es geht ja darum, was man in der Zeit... Mhm. Es geht ja um die Qualität der Arbeit. Sozusagen. Das verstehe ich schon. Ja. Also ich sag mal so, man kann es immer auch positiv für sich darstellen, aber ich bin jetzt der hauptsächlich die Kundenbindung aufrechterhält. Mhm. Wegen mir kommen die dann teilweise auch. Mhm. Das ist auch gut so. Und da verlasse ich mich manchmal an diesen EDV. Okay, da bin ich bereit auch. Schauen Sie doch da nochmal drauf. Das sind so einige Bedürfnisse, ernst genommen werden, Fairness, Vertrauen. Ich habe es jetzt gemischt, weil es ja auch ohnehin Vertrauen auf beiden Seiten auch eine Wichtigkeit hat. Verständnis für die Rolle, für Sie, für, auch hier ist es gemischt, also Verständnis für Ihre Rolle, aber auch Verständnis dafür, dass irgendwann mal halt Schluss ist und dann die Kinder dran sind und so weiter und so fort. Unterstützung, vielleicht eher hier auf der Seite. Fairness, könnten wir hier auch irgendwie sagen, naja, Fairness spielt ja auch auf beiden Seiten eine Rolle. Es ist fair, zum Beispiel zu sagen, jeder kriegt die gleichen Aufgaben, es ist auch fair, dass alle gemeinsam im Boot sind und nicht gegen die Chefin opponieren. Also das ist auch ein gemeinsamer Punkt. Und ernst genommen werden wollen wir eigentlich alle irgendwie, oder? Mhm. Gibt es da noch was, wo Ihnen jetzt einfällt? Sonst ist es schon mal ein ganz gutes Fundament. Jetzt überlegen Sie sich doch mal, was könnte ich denn, was will ich auch tun, um jetzt dieses Bedürfnis von der Gegenseite zu erfüllen. Also jeder kann seine Bedürfnisse eigentlich nur fast selber erfüllen, aber man kann den anderen ein bisschen entgegenkommen. Also was könnte ich denn tun, um vielleicht meine Chefin etwas mehr zu unterstützen? Gerne auch irgendwie 2, 3 konkrete Sachen. Mhm. Was könnte ich tun, um vielleicht meinem Kollegen irgendwie entgegenzukommen? Vielleicht er möchte ernst genommen werden oder was Ihnen da einfällt. Also wenn Sie da einfach so 2, 3 Sachen aufschreiben. Mhm. Stellen Sie sich vor, das ist wie so ein bisschen so ein Bazar, wo Sie erstmal mal kurz für sich sind und sagen, okay, wir tauschen das dann nachher aus und denken Sie auch dran, die Gegenseite sollte das ja auch irgendwie annehmen oder so. Es sollte auch schon wie annehmbar sein. So. Wichtige Entscheidung, auch mal selbstständig zu treffen, um ihr sozusagen, um sie zu entlasten, um ihre Arbeit abzunehmen. Unterstützung. Also Entscheidung, Unterstützung, genau. Entscheidung, die ich wirklich treffen kann als Nicht-Chef. So. Da merke ich auch bei mir, dass ich manchmal doch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen bequem bin oder zumindest sagen, ja, weil sie ja sozusagen immer alles will für die Firma, soll sich doch selber entscheiden. Aber es macht natürlich klar mehr Arbeit, das verstehe ich schon. Und ja, macht ja auch Spaß, Entscheidungen zu treffen. Also so, das kann ich mir gut vorstellen. Das lässt sich auch gut umsetzen für mich. Also, hat was mit Initiative zu tun? Ja. Was mit, okay. Aber dann leidet jetzt nicht meine Familie drunter. Okay, wir müssen da jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen. Da würde ich dann eigentlich, sag mal, eine Hausaufgabe draus machen. Sollte sie das annehmen, weil das ist wie in einem Bazar, man muss nicht alles annehmen. Und da können Sie dann auch nochmal ins Detail gehen und gemeinsam mit ihr dann, das müssen wir hier gar nicht alles machen,
gemeinsam schauen, ja, was könnte das im Einzelfall sein? Mhm. Aber ich was sind jetzt erstmal Entscheidungen? Genau. Wie ist das? Würden Sie das annehmen und mit Ihrem Kollegen dann nochmal in die tiefere Diskussion gehen und mal schauen, sich mal eine Stunde nehmen und sagen, was könnte das alles sein? Ist das was, wo Sie auch hier entlasten würde? Da wäre ich sofort mit einverstanden. Okay, gut. Okay. Was haben Sie? Also ich habe mir bei Vertrauen aufgeschrieben, dass ich vielleicht einfach gucken muss, dass ich, ich weiß das schon, ich habe einfach immer viel nachgefragt, gerade so die letzten Monate, dass ich das ein bisschen weniger mache vielleicht, so, dass ich einfach denke, jetzt also mehr ja, Vertrauen halt habe, dass du es schon machst, also ein bisschen länger abwarte. Das ist mir jetzt schon auch ein bisschen klar geworden, dass ich schon immer sehr oft nachfrage, ist es jetzt gemacht oder manchmal gucke, liegt das, dieser Vorgang dann noch auf dem Tisch oder so, dass ich da, ich weiß nicht, wie lange ich aber dann warten kann, weil ich habe ja auch einen Druck von oben, aber dass ich mir das zumindest mal vornehme. Und mit dem Ernst genommen werden ist mir noch eingefallen, dass ich vielleicht, also es geht ja darum, dass du dich ernst genommen fühlen möchtest, dass ich vielleicht doch öfter mal, also mal nachfrage, weil ich ja sonst einfach denke, na, der macht das deswegen und so wie du ja auch von mir denkst, ich mache Sachen wegen meinem Ehrgeiz oder so und da denke ich ja auch oft, du machst es jetzt wegen was weiß ich, ne? Und dass ich dann vielleicht mal eher mal nachfrage oder nochmal hinhöre oder so. Das wäre jetzt das, was ich mir vorstellen könnte. Und das wird ja damit auch zusammenhängen. Das hängt damit eins zu eins zusammen, ne? Ja, habe ich mir auch schon gedacht, das passt super wie Puzzlestücke zusammen. Und das ist ja auch was, wie ich hier gesagt habe, da muss man im Beispiel auch nochmal schauen oder vielleicht auch sagen, okay, ich schaue mir das jetzt mal einen Monat an, wir vereinbaren was und ich versuche es einfach mal. Und das, da kann man ja auch den Schalter nicht einfach umlegen, gerade wenn es ist eine schwierige Geschichte, Vertrauen wieder aufzubauen. Aber es ist ein Angebot und auch öfters mal nachfragen, transparenter zu sein, das war die zweite Geschichte. Was ist, nehmen Sie es an? Ich finde die Bereitschaft da nochmal. Ich finde es super. Okay. Ja. Ich glaube, das ist ja auch was Gegenseitiges. Also wenn jemand weniger kontrolliert, sich aber nicht traut, zu wenig, und er merkt dann, nee, das läuft doch, kann er sich vielleicht, dann kann er noch weniger kontrollieren. Ja. Das bestimmen wir ja, oder wir Kollegen, die sozusagen drunter stehen, ja mit. Wenn wir die Sachen gut machen, wirst du ja dich dann auch entspannen können und sagen, okay, die macht es wirklich, auch wenn ich nicht immer gucke. Und das, mein Vorschlag, setzen Sie sich nochmal zusammen, schreiben nochmal per Kärtchen oder lassen es über die nächsten Wochen, Monate mal mitlaufen. Was könnte ich dem anderen anbieten? Wir können uns gerne, das mache ich häufig, nicht gleich nächste Woche wieder treffen, aber vielleicht in einem Monat und dann nochmal schauen, was da so passiert ist. Aus meiner Erfahrung passiert da schon mal ganz viel, weil wir haben jetzt den Prozess angestoßen. Und Sie sind quasi jetzt, wir haben jetzt ganz schnell gemacht, von hier, zack, zack. Sie haben fast, also noch nicht ganz das hier, aber wir sind schon in dem Bereich hier. Und wenn Sie sich zusammensetzen und Beispiele finden und das gemeinsam dann so durchziehen, dann sind Sie eigentlich schon hier. Und so kann es mit allem funktionieren. Was noch nicht ganz geklärt ist, wie macht man das mit dem Homeoffice? Genau, da hätte ich eben was. Sagst du mir schon, dass es noch offen ist. Du hast gesagt, mein Lieber, wie soll ich dich ins Homeoffice lassen, wenn ich sehe, dass du dich da gar nicht reinkniest in diese ganze neue EDV-Geschichte und so weiter? Sie erinnern sich. Ja. Und da sage ich jetzt, lass es mich machen. Ich glaube, das ist so eine Motivation, sich da reinzuknien und ich knie mich da rein. Also, das klingt jetzt ein bisschen wie Erpressung, soll es nicht sein. Nein, aber ich habe ja auch Lust, wirklich das zu machen. Und ich will ja auch nicht 5 Tage. Ich verstehe ja, ich muss ja wegen der Kunden auch da sein. Und so. Sonst schneide ich mir das oder ziehe ich mir das unter den Boden weg. Also das ist ja das, was mein Kern sozusagen. Aber 2-3 Mal nicht nach München fahren, das wäre so wunderbar. Wenn das so für dich jetzt auch klar, also so klar rüberkommt, dass ich aufpassen muss, dass jetzt eben, das war ja meine Befürchtung, dass Steffen dann stundenlang mit dir guckt, weil es ist einfach schwer, diese Technologie, wenn man gar nichts damit zu tun hat, dass einfach so viele Kräfte gebunden werden, dass einfach die andere Arbeit liegen bleibt. Das ist meine Sorge. Ne? Deswegen, vielleicht kannst du in deinem, auch in der Arbeitszeit auch, ja, nicht nur mit Steffen, sondern, also wir haben ja auch Möglichkeiten, ich habe das ja auch gelernt, ne? Du kannst ja versuchen, auch während der Arbeitszeit ein Stück was dir anzueignen, aber
dass nicht der andere Kollege jetzt vollkommen gebunden ist wieder und dadurch von zwei Leuten die Arbeitszeit weggeht. Das wäre meine Sorge. Wenn du dich aber jetzt, wenn du sagst, du kümmerst dich darum, dass du, ich glaube, eine Woche reicht nicht, bin ich ganz sicher, für Leute wie uns reicht es nicht. Ich meine, ich arbeite ja viel, es ist ja nicht so, dass ich da eine Pause mache und die jetzt füllen kann, die EDV, dann dauert es länger, dann ein Vierteljahr dauert es sicher. Aber vielleicht können wir es ja also so machen, dass du dich peu à peu einarbeitest und wir auch gucken, dass es eben nicht so viel Zeiten auch von anderen Kollegen bindet und wenn du dann wirklich denkst, du kannst es auch selbst, weil du bist zu Hause alleine, ne? Das ist ja das. Ne? Man ist dann, hier kann man mal einen Kollegen wegen dem Vorgang oder so fragen. Zu Hause bist du alleine und meine Vision war immer, der Max sitzt zu Hause, kommt überhaupt nicht zurecht. Und das hätte ich ja verstanden, weil es für mich auch immer schwierig war. Und dann passiert ja überhaupt nichts mehr, weil die Technik nicht funktioniert und der sitzt ja zu Hause. Ja gut, man kann auch anrufen und den Steffen mal fragen. Aber ich meine, wenn wir das jetzt so machen, dass wir da, dass du da auch dass du gründlich dich einarbeitest. Ich finde, zwei Tage für den Anfang fände ich auch echt okay. Es ist ein Unterschied, ob man wirklich fünfmal reinfährt oder dreimal. Das ist für mich schon, macht das sehr viel aus. Ich würde noch was gerne, aber ich würde gerne noch haben, dass wir, und weiß ich nicht, vielleicht sogar mit Ihnen oder was auch immer, aber dass wir dann auch das Ganze nochmal auswerten, wenn du das dann machst. Weil sonst stehe ich nämlich, weil sonst stehe ich nämlich da und es läuft hinterher doch vielleicht nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder das Vertrauen nehmen, dass man auch einfach mal überprüft, läuft es jetzt auch? Und wenn nicht, was können wir denn dann machen? Ja. Gut, dann will ich jetzt hier stoppen. Sie haben Aufträge, Sie haben Arbeitsaufträge, Hausaufgaben, wie Sie es nennen wollen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, oder? Ja, ich glaube. Also wenn ich das vergleiche mit dem, wie wir angefangen haben, dann haben wir doch einen ganz guten Weg zusammen hinter uns gebracht. Und bin da auch voller Hoffnung, dass sie das auch gut alleine schaffen, so die restlichen Geschichten gemeinsam ausmachen und das mit dem Homeoffice, also ich glaube, wird ganz gut funktionieren. Oder? Wie sehen Sie das? Schlussstatement? Ja, ich bin jetzt, ich bin eigentlich überrascht, muss ich sagen, weil ich am Anfang dachte, also ich sage das jetzt und so ist es halt auch. Und ich habe auch nicht gedacht, dass dann doch wir so viel noch miteinander reden. Also ja. Ja, deswegen das haben Sie toll gemacht. Ja, deswegen bin ich jetzt auch, ich bin wirklich überrascht. Und ja, ich bin auch, jetzt auch, also das muss ich jetzt sagen, ich bin wirklich total erleichtert. Weil das also für mich sehr, 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 sehr schwierige Zeiten waren. Okay, gut, schön. Ja, bei Ihnen? Ja, mir geht es genauso. Ich habe auch gedacht, wo soll das hinführen? Wird das was? Also ich fand es schon gut, dass man darüber spricht. Das fand ich wirklich gut. Aber ich habe ja gemerkt, dass das wurde ja eigentlich immer schlimmer mit jedem Satz. Auch bei mir kam ja da ziemlich viel Zeug hoch. Und sag mal so, dein letztes Statement jetzt macht mir auch klar, welche Belastung das für Sie halt war. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe halt mein Problem gesehen, wie es meistens so ist. Und insofern bin ich schon auch erleichtert, weil ich merke da, das hat mir vielleicht unbewusst auch nicht gut getan. Dir sozusagen ein bisschen manchmal auch in den Rücken zu fallen, weil wir waren ja schon auch mal so mehr oder weniger befreundet. So. Ja. Also ich finde es auch gut. Gut, schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Dankeschön. Und wir finden einen neuen Termin in ungefähr einem halben Jahr. Ja. Schauen wir einfach mal, wie es dann gerade passt mit der Einarbeitung oder Monat hin oder her. Und bis dahin, machen Sie es gut. Dankeschön. Dankeschön. Wichtig ist, dass der Mediator den Überblick behält, welche wichtigen Themen noch besprochen werden sollen. In unserer Mediation war das Thema, wie gehen wir denn nun mit dem Homeoffice um, tatsächlich ein wichtiger Knackpunkt. Das heißt, die Medianten wollten dieses Thema für sich geklärt haben, bevor sie wieder in den Arbeitsalltag gehen. Es wurden verschiedene Optionen gegeneinander abgewogen, wie mit dem Thema Homeoffice umgegangen werden könnte. Einerseits stand zur Diskussion, doch zunächst 2 Tage die Woche Homeoffice auszuprobieren. Andererseits war dann die Frage, wie kann Max sich denn in die ganze neue Technologie einarbeiten? Hier wurde dann gemeinsam verhandelt, wie Max Homeoffice einerseits realisieren kann, andererseits aber auch seiner alltäglichen Arbeit nachgehen kann.
Es wurde vereinbart, dass er sich Stück für Stück über die nächsten Monate in die neue Technologie einarbeitet, um somit Annas Interesse, dass die Aufträge abgewickelt werden, dass die Arbeit erfolgreich abgeschlossen wird, zu verwirklichen. Andererseits konnte durch die Vereinbarung, dass Max doch einige Tage Homeoffice ausprobieren kann, Max' Interesse entgegengekommen, mehr Flexibilität und Zeit im Alltag zu haben. An dieser Stelle war es wichtig, dass der Mediator das Thema Homeoffice als wichtigen, noch zu klärenden Punkt berücksichtigt, damit die Mediandin diesen Aspekt gemeinsam abgestimmt haben, bevor sie wieder in ihren Berufsalltag gehen.